So, hört ihr mich jetzt? Ich habe gesehen, dass sie ihn gekriegt haben. Ja. Ja, wir hören dich. Ja, irgendwie fangen wir an. Wir sind schon gestorben. Ich meine, nächster Step wäre wahrscheinlich dynamisch dann noch. Das wäre auch noch krass. So, ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Was habt ihr besprochen? Dass es darauf ankommt, dass sind mehrere Spieler drauf sind, dass einfach mehr Server dazu geaddet werden, einfach zu diesem einen Bereich. Mhm. Das hat einfach. Das ist, wenn es macht. Ja. Das ist das, was Gronkh darauf reagiert hat. Hast du gesehen, Blick, bestimmt. Du schaust alles von Gronkh an. Also Star Citizen habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen bisher, die Folge. Das muss ich dann noch nachholen. Nicht? Musst du. Der war musst sogar, du ich machen, das ist sau interessant. Also, wenn das wirklich funktioniert, ist das revolutionär. Hast du schon gesehen, dass es funktioniert? Aber auf einen großen Scale jetzt zu bringen. Das hat, glaube ich, Gronkh geweint. Was? Okay. Sei nicht Gronkh auch so emotional geworden? Das kann sein, das kann ich ja nicht beurteilen. Keine Ahnung. Glaube ich. Also er war auf jeden Fall sehr überrascht. Ich weiß nicht, was du emotional interpretierst an der Stelle. So. Ja, dann bin ich auf jeden Fall auf das Gespräch gespannt. Das werde ich mir da ja alles ansehen in der Aufzeichnung. Sag, was ist denn hier los? Wir haben über dich gelästert eigentlich. Ach so. Genau. Ja, das werde ich ja alles sehen. Wie sehr wir dich hassen. Aha. Wie sehr du mich getört. Torturst. Damit ich deine Videos mache. Nicht, du zwingst ihn, ja. Hast ihn im Keller. Ich zwinge ihn? Ja. Ja, jetzt haben sie es herausgefunden. Wie ich DK hier zwinge, Videos raus zu machen. Genau, das wird total, ja. auf jeden Fall, Star Citizen werden wir jetzt einen sehr interessanten Talk, dann werdet ihr dann wahrscheinlich bekommen haben. Also Star Citizen, Brick, schau es dir an. Wirklich, schau dir alles an. Meine Empfehlung, das Spiel ist plötzlich interessant. Ja, wirklich, die haben es geschafft. Die waren so lang ruhig, bis sie ihre Technologie rausgebracht haben. Einfach, die will so viel Geld draus machen. Hm. Ich meine, also, unendlich große Spielwelten, Brick. Unendlich große Spielwelten. Ja, vor allem das mit. Also ich finde, dass das Wichtigste. Hm. Ich habe hier noch ein Brick, komm mal her. DK, ich sag mal lieber nicht, was ich eben erhalten habe für ein Item. Ja, egal, ich habe ein besseres Item. Ach so. Wahrscheinlich das gleiche Item. Das Item dir an. Welches Item? Das hier. Achso, das habe ich doch schon mal gefunden. Ja, guck mal, wie viel Schaden das macht. Ja, warte, ich gebe dir dafür mal einen Grabstein. 40! Gut, das macht genauso viel wie mein Schwert. Oh, das macht 40, weil ich wahrscheinlich habe. Ah, bei mir macht es 53. 54. Ja, bei mir macht es 40. Wahrscheinlich, weil ich ein anderes Bild habe. Kann sein, dass du irgend so ein Item hast, das noch bufft. Ich gebe dir das mal zurück, du kannst aber, glaube ich, da mehr anfangen als ich. Brick ist Samna. Müsste eigentlich seine Peitschen benutzen, um stärker zu sein, das macht er aber nicht. Ja, dann da denke ich nie dran. Ja, weil Samna ist halt, du peitschst deine Gehilfen dahin, dass sie irgendwas machen und dann kannst du nur zugucken. Ja. Und dafür bist du allerdings, wenn du dich halt versteckst und immer ausweichst, bist halt kannst du sogar teilweise stecken. Da wäre ja hier den Spawn haben, gehe ich gerade mal runter und pack dieses ominöse Item mal in die vorgesehene Kiste. Also ich glaube, wir sind relativ fertig, oder? Wir sind relativ fertig. Die Worte relativ und fertig gehören eigentlich nicht zusammen. Hm. Oh. Guten Tag, Rattles Magoo. Mister Magoo. Der hat ein Bäckerbrötchen. Ein legendäres Brot, das Teddy an seine Heimat erinnert. Wer ist Teddy? Der Teddy wer? Hier sagt er einfach ein legendäres Brot, das Teddy an seine Heimat erinnert. Das Bäckerbrötchen. Bernd. Ich glaube, Teddy ist nicht Bernd. Brot aber. Ja, vor allem 10 Gold für ein Brot. Was? Also das sind ja Wucherpreise.
Inflation Break, das ist nicht mehr so wie früher, nicht mehr so in der DDR, wo du aufgewachsen bist. Ja, ich bin bekanntlich in der DDR aufgewachsen, man kennt es ja. Ja. So stelle ich mich dich vor. Da hast du aber eine sehr komische Vorstellung von mir. Wirklich so, jetzt müssen wir ein bisschen tiefer buddeln. Ja, warte, ich bringe nur ein Item gerade weg. Oder generell Items bringe ich weg. Ui. So, Cersei, hast du noch wichtige Gesprächsthemen, die wir ansprechen müssen? Wie gesagt, ich habe es vorgeschlagen, Mr. Citizen, aber da du es noch nicht angeschaut hast. Ja, da ich es noch nicht angeschaut habe, ist es kein wirklich gutes Gesprächsthema gerade. Ja, ich habe halt gedacht, dass du so von Ice Kronk anschaust. Ich schaue auch nicht alles an. Ich glaube, Brick guckt weniger YouTube als wir. Um ehrlich zu sein. Ich schaue nur YouTube, ey, sag ich dir jetzt schon. Ja, ich gucke auch dauerhaft. Sogar während dem Schneiden. Das ist ja normal, ey. Teilweise auch während dem Arbeiten. Wie schaffst du es während dem Schneiden nicht durcheinander zu kommen? Das ist für mich ganz einfach. Auf dem einen Ohr höre ich das Video, auf dem anderen Ohr höre ich das. Ich hab so, den nur mit einer Seite Also der Kai sagt nichts dazu, dass wir in der Geschenke der Naturkiste, wo eins schon in dem Rahmen drin ist, einfach schon zwei drin haben. Ja, leck mich. Ja, so, das weißt du ja wahrscheinlich gar nicht. Das war ja die Geschichte, das hat DK war irgendwie über Stunden gesucht. Dieses Item. Okay. Und wir finden es seitdem an jeder Ecke. Ich glaube, es ist auch eigentlich relativ häufig. Ich weiß nicht, was an dem Tag los war. Nein, ich wollte mein Schwert jetzt nicht da rein tun. Einfach mal alles hier aus dem Sparschwein nehmen und versuchen einzusortieren. Nee, also du guckst auch immer YouTube. So nebenbei immer dauerhaft. Hm? Wer jetzt? Hast du mich oder Mrs. Brick? Ja. Ja! Er meint grundsätzlich alle. Ja. Cyborg. Ich, ja. Ich meine, ich schaue auch viel YouTube zu Sachen nebenher, aber das ist dann irgendwie nichts, was mit Star Citizen zu tun hat. Ich guck einfach so alles durch. Meistens gucke ich Englisch. Ja, ich gut. Englisch. Also das mache ich halt auch viel. Cyborg, du? Sprache? Jo. Auch Englisch. Nur Spanisch. Ja, das ist gut. Da können wir dann so viel mitreden. Das ist Englisch, ja. Wir als die Spanisch Masters. Ich bin auch Spanisch, Espanol, Senor, Habla. Du kannst im Zweifel Spanisch besser als ich. Hablo es. Das ist aber auch nicht schwer, weil ich Spanisch gar nicht kann. Ja, hablo Espanol, so weit geht's. Ich meine, wie lange hattest du Spanisch in der Schule? Oder hattest du es überhaupt? Hast du aufgepasst oder was ich hatte? Beides. Aufgepasst. Woche und sonst 3 Jahre, glaube ich. Also eine Woche aufgepasst ist eine Woche länger als ich hatte. 2 Jahre. Ja. Okay, also ich fange jetzt mal an zu erzählen von Johnnys und meinem Spanischunterricht. Oh Gott. Ich habe meistens versucht, irgendwie aufzupassen. Johnny und der Rest der Klasse haben. Nee, wobei, es gab noch einen, der hat aufgepasst. Der aber im Gegensatz zu mir war der sprachbegabt. So hat er auch gute Noten geschrieben. Johnny und der Rest der Klasse haben Minecraft gespielt. Das ist legitim. Das ist kein Witz. Hä? Das ist legitim? Nö. Bei uns haben auch die Leute die ganze Zeit Clash of Clans gespielt. Hä? Bei uns haben die auch mal Clash of Clans und Clash Royale gespielt in jeder Stunde. Nein, du verstehst es nicht. Die haben zusammen Minecraft gespielt. LAN geöffnet und Minecraft gespielt. Und er studiert und du nicht. Ich bin mit dem Studium fertig.
Stimmt, wenn die gleiche Klasse haben. Wie kann es sein, dass Johnny noch nicht fertig ist? Ich war ja ganz bester. Ich will ja nicht angeben. Ich will nicht angeben, aber... Aber wenn du das so machst, dann sag ich das. Das ist kein Witz. Ja, das erklärt und vieles. Johnny ist noch nicht fertig. Nee, Johnny ist nicht fertig. Nee, Johnny ist nicht aber fertig. Johnny war, glaube ich, letzter Stand, 6. Semester und hat noch so gut wie nichts erreicht. Ja, was ist schon noch? Aber hat er davon was anderes gemacht? Was kann nicht sein? Ich weiß nicht. Das kommt davon, wenn man die ganze Zeit irgendwie Uniliga zockt. Ja. Und sich blamiert. Ich glaube, jetzt sogar am Ende hat sein Team ohne ihn gewonnen, glaube ich. Das war belastend. Ja, da müssen wir ihn drauf ansprechen, wenn er dann irgendwann doch mal wieder Zeit hat, um Stellaris zu machen, was ja hoffentlich irgendwann mal passiert. Stellaris? Stellaris. Hallo Mika, was haben Sie für mich? Sie haben wieder ein Bäckerbrötchen, aber das eben hatte ja noch der andere auch ein Bäckerbrötchen. Stellaris, bin ich denn wieder dabei, während ich im Training bin? Ja, das erwarte ich ja wohl. Hm. Während's, ja. Ihr müsst mir Bescheid geben, wenn ihr Stellaris macht, damit ich ins Training gehen kann. Das ist eine gute Einstellung. Ach du Scheiße. Damit ihr wieder irgendwelche Beleidigungen hört, die ich ganz im Training sage. Mhm. Ach so. Ich kann einfach nur am Rumbeleidigen. Da! Pam! Tot! Ja. Da haben wir ja das sehr informative Thema. Welches Thema hatten wir jetzt eigentlich angesprochen? Habe ich schon wieder vergessen. Stellaris. Genau, das Thema Spanisch hatten wir doch irgendwie. Ja, Spanisch, Englisch. Ihr beide guckt aber englische Videos, ne? Ja. Ja. Weil Spanische verstehe ich nicht. Ich könnte theoretisch von dem, was ich gelernt auch habe, könnte spanischen. Ja. Von dem, was ich theoretisch gelernt hätte, könnte ich natürlich auch lateinische Videos angucken, aber die gibt es, glaube ich, nicht so viele. Und da ist es dann ähnlich bei mir, dass ich dann auch aufgepasst habe, nur so, keine Ahnung wie lange. Und wir alles vergessen haben. Ihr könnt... Oh Gott, warum ist der Blutzombie drin? Eine Statue, der Blutzombie-Statue. Ich meine, wie viele Sprachen habt ihr denn insgesamt gelernt? Da können wir jetzt mal die ganz wichtigen Informationen raus. Und zwar, was? Also mit Muttersprache 3. Okay. So, sehr, hattest du nicht auch Latein gehabt? Ja, ich hatte auch Latein. Da hast du ja sogar noch mehr als wir. Ja. Ich bin aber... Ah, schön. Ich bin aber auch richtig sprachlich unbegabt, muss ich zugeben. Auch. Ich kann nur Programmiersprachen. Ja. Das kann ich auch. Zählen wir die auch? Nein, ich glaube, die zählen wir nicht. Also dann fand ich plötzlich ganz viele. Wir führen demnächst unser Let's Play auf C++, habe ich gehört. C, ganz oder gar nicht. Ach so, ich ganz oder gar nicht. Assembler. Genau, Assembler. Binär, wenn ich bitten darf. EAX, ESP. Ich mach Scratch. Oder, ja, Scratch ist so eine hohe Programmiersprache. Oder Maya. Maya, die Programmiersprache. Ja, da kann man programmieren. Ach, Visual Scripting. Ja, genau. Maya ist ein Animationsprogramm. Was programmiert man da? Maya. Es gibt da Visual Scripting drin. Ach so. Ja, ich kenne mich mit Maya nicht. Ich habe meine gesamte 3D-Animationsexpertise besteht daraus, ich habe mir irgendwann mal Blender runtergeladen, habe es 5 Minuten aufgehabt, habe nichts verstanden und habe es wieder zugemacht. Nein, scheiße. Aber du hast doch Dings verstanden.
Was Minimator meinst du? Ja, genau. Ja, das ist auch einfach. Du Scheiße. Aber... Was für ein Meter? Minimator, das ist quasi so ein Minecraft-Animationsprogramm. Da müsste ich auch endlich mal weiterarbeiten an der Folge 400, die seit 10.000 Jahren in Produktion theoretisch ist, wo ich aber irgendwie lange nicht mehr weitergemacht habe. Die kommt dann in 10 Millionen Jahren raus. Die irgendwann müssen wir sie rausbringen, weil dann habe ich irgendwann das Bedürfnis, dass wir im Let's Play natürlich den Crafter verwenden. Und mit verwenden meine ich, ich logge mich irgendwann aus, wenn wir die Welt mal wieder auf dem Server haben. Dann höre ich die ganze Zeit Ele und DK irgendwie 2 Wochen lang zocken irgendwas. Kommt dann wieder auf die Welt und dann sieht plötzlich alles anders aus. Was meinst du? Irgendwann war das doch mal so. Da kam ich dann wieder ins Let's Play rein und sagte nur, hey, also ich habe gehört, ihr habt da irgendwas gebaut. Und dann hatten wir plötzlich eine Zombie-Schweinefarm im Nether, eine Eisenfarm und noch einiges andere. Und den Rest hat Ede gebaut. Ede hat die technischen Sachen gemacht, ich habe die Game-Breaking-Sachen gemacht. Ja, wie man ja einfach mit dem Crafter mittlerweile mit einer Zombie-Schweinefarm einfach direkt eine Goldblock-Farm machen könnte und sowas. Das kann man ja mittlerweile alles damit herstellen, automatisch. Sollte man sich noch ein Pickling straighten, das gibt dann auch. Oh Gott, Scheiße, ich kann dann die ganzen Maschinen optimieren. Ich weiß nicht, ob automatisch Pickling traden funktioniert. Kann man den einfach mit einem Dispenser was hinwerfen und dann geben sie einem was? Ja. Ne, ich stelle mir das gerade so vor, du hast halt wirklich die Zombie-Schweinefarm, das wird dann in Goldbarren umgecraftet, die werden dann hingedroppt vor die Picklins, die werfen irgendwas auf den Boden, das fällt in den Trichter rein. Ja. Ey, das ist so broken dann. Ja, das ist ja. Oder erinnerst du dich an meine Goldfarm? Deine Goldfarm? Meine Goldfarm im Nether mit den Zombie-Picklins? Die meine ich doch. Ja. Da schließt du dann einfach so einen automatischen Picklin-Händler ein, so ungefähr. Einfach automatisches Farm von Picklin-Drops. Es ist einfach so krank. Ja, wieso nicht? Ich hoffe, die fügen jetzt noch mehr so Automatisierungsblöcke in dem Update ein, so was völlig geisteskrankes wie... Dummes. Ja. Erstmal eine Lasagne fressen, eine Monster-Lasagne natürlich. Ich bin zu Garfield mutiert. Gab's eigentlich auch von Gronkh irgend so ein Video mal, das habe ich immer noch nicht angesehen, what's the internet did to Garfield? Ja, aber er hat leider nicht zu dem SCP-Video reagiert. Ach so. Es gibt ja auch SCP-Garfield. Ich hab keine Ahnung. Ich hab mir das Video, wie gesagt, immer noch nicht angeguckt. Ich muss das mal machen. Es gibt SCP-Garfield, das ist halt. Der ist richtig creepy. Das ist auch richtig geil. Habt ihr euch mal SCPs-Videos angeguckt? Nicht wirklich. Ich meine, SCP sagt mir grob was, aber. Was ist SCP? Das war doch diese komische Institution, die da irgendwelche so Creepypasta-Dinger beherbergt. Ja, genau. Also das ist quasi so, haben quasi ja irgendwelche Leute auf, ich glaube 4chan war es ursprünglich, haben sich das ihr Cinematic Universe ja quasi damit aufgebaut, mit diesen ganzen quasi Creepypasta-Dingern, die da irgendwie gelagert werden angeblich, in der SCP-Basis. Und irgendwie haben sie ja da mittlerweile so ganze Chronisten, die halt irgendwie den Kanon überwachen. Ja, das ist halt... Weil jeder irgendwas erfinden kann. Irgendwann wirklich auch noch so... Also ich finde es richtig geil. Mhm. Oh, ich muss das. So. Da muss ich dann auch mal... Ich erfinde dem jetzt auch mal ein eigenes SCP-Ding. Nämlich den Drachenkrebs, der da irgendwie drin sitzt. Ja. Er lebt auf einem Stern. Und muss in großer Hitze leben, so ungefähr. Er muss Zucker farmen. Deswegen wird er im SCP wird er dann natürlich in einem Atomreaktor, der gerade in der Kernschmelze ist, gehalten, so ungefähr. Oh, mir ist kalt, Leute! Dreht mal auf!
Da ist es gut. Ich weiß nicht, ob das in diese Foundation reinpassen würde. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ein Drachenkrebs, wenn er zumindest richtig geschrieben wäre, wird der voll reinpassen. Mhm. Aber vor allem, wie nennt man den dann? Den Dragon Cancer, das klingt komisch. Dragon Grabs. Dragon Grab? Cancer ist Krebs, die Krankheit. Ja, aber ich glaube tatsächlich, es ist im Englischen tatsächlich wie im Deutschen, dass Cancer auch der Krebs als Tier bedeutet. Nee. Da gibt's nicht irgendwie das Sternzeichen irgendwie, das ach, auch im Englischen ja, Cancer so heißt? Genau. Das macht ja keinen Sinn, das wird jetzt hier nicht nach der Krankheit benannt. Oh, ist richtig weird, ey. Das ist, ja. Ja, es klingt irgendwie total falsch, aber ich glaube tatsächlich, es ist so im Englischen. Okay, im Lüften weiß ich jetzt gar nicht. Also, Krebs habe ich jetzt nicht Cancer gehört. Ich hab's halt auch, ich hab das halt irgendwie nur, weil ich glaube, das Sternzeichen heißt halt auch im Englischen irgendwie Cancer. Und da dachte ich mir, okay, da heißt offenbar auch das Tier so. Bist du sicher? Ich glaube es. Sternzeichen, habe ich auch auf, dass es Cancer heißt. Cersei, google mal, du bist mal unser Rechercheur. Rechercheur vor allem. Ja, ich rechercheure immer. Ja, du bist der Rechercheur, weil du nicht zockst. Ja, aber du zockst nicht das Wichtige. Was zum Teufel ist das denn? Zockst du jetzt so nebenbei irgendwie so ein Halloween-Spiel wahrscheinlich? Cancer, oh. Ja, hatte ich vorher in Gronkhs Stream geschaut, da hat er irgendwie Don't Scream gespielt. Und einfach die ganze Zeit kamen ihm irgendwelche Jumpscares ins Gesicht und er einfach so ganz ruhig so. Okay. Weil das Spiel geht halt so, du musst irgendwie 20 Minuten in dem Spiel sein, ohne zu schreien. Das wird mit dem Mikrofon dann irgendwie erkannt. Und wenn du schreist, gehst du vorne los. Anscheinend ist das mit Cancer Genus. Das ist Genus ist. Genus ist quasi die Tierfamilie oder so. Tierfamilie von Krebsen. In der Familie. Okay. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Genus, Familie, Unterart, Art und sonst was ist. Keine Ahnung, ich hatte Physik, ich hatte keine Biologie. Ja, also diese ganzen biologischen Sachen, die sind eh komisch. Was hattet ihr, Biologie oder Physik? Ich hatte tatsächlich auch, irgendwie kam es ja, dass ich auch Physik hatte tatsächlich, obwohl ich es auch immer nur gerade so immer geschafft habe. Ja, Mann. Diktatur ist auch Biologie. Das lag aber auch hauptsächlich daran, nein, dass. Ich hab tatsächlich Physik. Nice. Oh mein Gott. Das sind die coolen. Ja, das lag irgendwie daran, dass wir hatten auch irgendwie bei uns an der Schule hatten wir so ganz komische Biolehrer. Also zumindest den Biolehrer, den ich hatte, der war so ganz komisch. Aber das, ich sag's mal so, da wo ich eigentlich dann am besten war, ich meine, mein Studium war eigentlich eine Art Biologiestudium. Ein weirdes Studium da. Was ist da studiert? Sport? Keine Ahnung. Ja, sowas in der Richtung. Sowas in der Richtung. Also, ja. DK verrät wieder live Sachen über sein Leben. Oh mein Gott. Demnächst weiß jeder, wo DK wohnt. Reguläre Position. Absolut. Ja, und dann bricht bei ihm dann irgend so ein Fan ein oder sowas und lebt auf seinem Dachboden. War das nicht irgendwie bei irgendeinem Streamer oder irgendwas war da nochmal? Wo ein Fan da irgendwie auf dem Dachboden geschlichen ist und da gelebt hat. Ja, aber die hat ja auch so. Hat die nicht leicht sexuell angedeuteten Content gemacht oder tue ich nicht das? Ich weiß es doch nicht. Ich habe das nur so mitbekommen mit dieser Geschichte mit auf dem Dachboden irgendwie leben. Also ich meine, die hat. Irgendwie sexuell angedeuteten Content macht. Nicht sexuellen Content, Du meinst jetzt so OnlyFans oder sowas? Nee, OnlyFans nicht, aber sowas so ähnliches. Halt. So, dass die halt für Geld mit Leuten geschrieben hat oder sowas. War das, glaube ich. Ja, doch, genau. Also, ich kann mich jetzt irren, entschuldigt mich, aber ich meine. Nein. Ja, also so genau habe ich die ganze Geschichte dann auch nicht verfolgt. Das war halt irgendeine Person, die ich auch nicht kannte, wo das passiert ist, also. Immer wenn ich an Leak denke, muss ich immer eine Zeit denken, wo Brick seine IP-Adresse veröffentlicht hat, gedoxt hat. Ja, die Szene ist aber auch mittlerweile ja
ist ja gar nicht mehr verfügbar. Die habe ich ja professionell rausgeschnitten aus der Aufzeichnung. Ja, ich fand das so geil. Ja, aber warum sagt random.allseasonrandom, hier ist deine IP-Adresse. Viel Spaß damit. Was soll das? Im Stream oder was? Ja, ich habe ja, die Live-Auslosung für die Minia-Live, für diese Weltmeisterschaft da gemacht. Habe ich halt random.org gezeigt. Oder irgendwie random.org meint bei den Ergebnissen irgendwie, ja, hier ist deine IP-Adresse. Warum? Ich bin so Ehrenmann und ich habe nicht nachgeschaut. Keine Ahnung, ob irgendjemand anders nachgeschaut hat. Keine Ahnung, wer hat Sion nachgeschaut, aber... Nee, das war nicht nachgeschaut. Ey, weil der hat ja sogar live zugeguckt aus irgendeinem Grund da bei dem Stream. Von Leon habe ich irgendwie nichts mehr mitbekommen. Der ist irgendwie auch ist er vor einiger Zeit mal hier vom Server gegangen. Deswegen kriege ich noch weniger von ihm echt? Mit. Ich weiß ja nicht warum. Welcher Account ist vom Server runtergegangen? Irgendeiner der fünf Leons ist da runtergegangen. Ich glaube, den er tatsächlich nutzt. Ich schau mal. Weil ich glaube, hier dieser Celine Leon ist noch da, nee, genau. Ja, nee, ich glaube es. Ich blick bei Leons Accounts nicht mehr durch, weil er hatte erst einen alten, der wird irgendwie gelöscht. Dann hat er irgendwie diesen Celine-Leon-Account benutzt und dann hat er wieder einen neuen gemacht. Ja, nee, ist ein neuer, ist eine Katze drauf. Okay, dann ist. Random Katze. Dann ist der aber gar nicht hier drauf. Nö. Also ich weiß hier nicht, was seine Beweggründe sind. Vielleicht hat er einfach bei ihm seinem Server-Menü zu unaufgeräumt oder sowas. Das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen. Ja. Ich glaube, der will aber nur. Ich. Das ist eine ganz. Auf welchen Servern seid ihr? Keine Ahnung. Ich bin tatsächlich gar nicht auf. Schieß irgendwo. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Servern bin ich eigentlich. Ich bin hier natürlich auf meinem. Gut, dann habe ich prinzipiell, haben wir ja noch diesen. Im total genutzten Illusion-Server und den Terraria-Avengers-Server aus irgendeinem Grund, die wir damals gemacht haben, bevor wir alles einfach auf einem gemacht haben. Da bin ich theoretisch auch noch drauf. Dann bin ich natürlich auf Tartarus Trinity, also der von Chaos und Pandora und Daedalus. Dann natürlich auf dem Cyborg-Server, der total viel benutzt wird. Der ist eigentlich ein Meme-Server insofern, dass er einfach nicht mehr benutzt wird. Da, im General Chat einfach. Eine Nachricht von Deleted User am irgendwas Juni 2020. Ausrufezeichen Raid. Dann der sehr kreative Kommentar Gay. Welche Präferenzen da jetzt mit ausgerückt werden sollten, das kann man nur spekulieren. Dann mein Sype natürlich, Bot ist nicht an. Und dann... 3 Jahre später schreibt dann wieder einer, hello, coole Server. Und das ist, glaube ich, der gesamte Chatverlauf auf diesem Server von Cersei. Digga, wie viel... Wer ist überhaupt auf dem Server noch online? Da ist Cybe on, da bin ich on. Da ist ein alter Account von Cyborg auch noch da drauf. Ja. Dann haben wir natürlich als Bot die Macht, Senko und. Das war das, was ich ausprobiert und hab jetzt, Kumpel von Cersei nehme ich an. JavaScript und so. JavaScript. So. Achso, wo bin ich noch drauf? Auf die Abgefuckten, das war irgendwie Jennys Community. Dann All the Mods 8 Projekt, der natürlich gerade auch inaktiv ist, weil das Projekt gerade gar nicht läuft, aber vielleicht kommt ja irgendwann mal wieder eins. Ja, du musst mal wieder mal ein richtig geiles Projekt mal starten wieder. Ja, irgendwann, irgendwann, wenn ich hobbylos bin, machen wir dann natürlich Visions 3, habe ich gehört. Wo ich dann bis 13. Visions Trinity machen wir natürlich, das ist was völlig anderes. Ich wollte eigentlich, wenn ich Visions nochmal mache, das anders nennen. Reborn. Ja, Visions Reborn. Nein, Resurrection. Nee, das ist ja. Nee, Revolution, sorry, Revolution. Revolution. Ja. Ich nicht mehr Illusions nennen, aber auch gut. Ja, aber es muss ja die Marke wenn irgendwie. Wenn ihr unbedingt Illusions haben wollt, dann mache ich ein Illusions. Ja, irgendwann machen wir nochmal ein Illusions. Heißt dann irgendwie Minecraft. Minecraft Modmania. Untertitel A Illusion Story. Dann hättest du dich mich diesmal nicht mit den Mods. Sonst geht es wieder nach hinten los. Ja, und dann mache ich es aber natürlich so wie Minia live und poste einfach unter random Minecraft-YouTubern einfach hier, wir machen ein Projekt. Und irgendwer wird bestimmt schon mitmachen.
Und ich habe auch immer so eins gesehen, ja. Die haben einfach YouTube-Werbung geschalten mit dem Server. Echt? Ja, ja, ich habe eine YouTube-Werbung bekommen von so einem, der so Microserver gemacht. Joint jetzt. Ja, okay, aber YouTube-Werbung kostet Geld, da habe ich keine Lust drauf. Rick ist arm. Hast du Arbeit? Ja, ich bin gerade so mehr oder weniger in der Zwischenphase zwischen Arbeit und, also im... Hast du Arbeit? Also hast du Arbeit. Verdienst du Money, verdienst du Cash. Größen, schieß. Moneten. Das werde ich hier jetzt live natürlich leaken, ne, ich weiß auch nicht. Arbeitest du, das ist der größte Leak, dann wissen wir schon, wer du bist. Ja, dann wissen wir, wer du bist. Unter den, keine Ahnung, wie viele Millionen die arbeiten. Ich wollte hier nicht abbauen. So, jedenfalls, so machen wir das dann. Wenn ich denn mal Sachen richtig setzen könnte. Ja, wie gesagt, dann schreibe ich unter irgendwelchen random Minecraft-YouTubern irgendwie so hier, hey, ne, wir machen ein Projekt, komm doch, komm in die WhatsApp-Gruppe. Ja, da gibt es natürlich eine WhatsApp-Gruppe und in der WhatsApp, wo wir irgendwelche Trades machen natürlich. Ja, da investiert's da rein. Und da gibt es dann auch eine exklusive Gruppe da drin, wo man noch Geld zahlen muss, um dann reinzukommen. Und da stehen dann viel wichtigere Trades drin. Das ist dann die Brickmotion Masterclass. Ja, die Brickmotion Masterclass. Da, das werde ich dann launchen, wenn ich dann natürlich, wenn ich dann natürlich in Dubai sitze, in meiner Villa. Gut, guck mal, wir haben jetzt die fertige Arena. Hm. Ist hier noch irgendwo Schnee? Nee, oder? Da oben ist ein bisschen Schnee. Nein, Schneegebiet. Schneegebiet glaube ich nicht. Doch hier. Okay, da. Warum ist hier Schneegebiet? Wahrscheinlich wegen links. Wegen links. Da sind jetzt die Linken schuld dran, dass es hier Schneegebiet ist. Die haben Klimawandel verhindert. Wir brauchen die Partei Sarah Wagenknecht mit Vernunft und keine Ahnung. Genau. Ihr lieber links oder rechts radikal? Gar nichts beides. Von beiden. Vielleicht. Beides. Ja, nichts mittelradikal. Lieber auch nicht. Ja, ich bin mittelradikal. Wie sähe das raus? Ja, mittelradikal ist, die wollen möglichst Ausartung in jede Richtung so, radikal verhindern mit Militär. Die wollen radikal den Staat verteidigen. Genau. Die wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Ja, das bleibt alles so, wie es ist und da wird sich auch nichts ändern. Alles so, wie es ist, aber nur nichts ändern. Ja, wir stellen jetzt militärisch auf, ist aufgrund nicht. Nein. Keine Veränderung, keine Veränderung. Also mit anderen Worten, die CDU. Nee, die will ja Veränderungen haben. Und zwar, dass es ein altes Bild wieder zurückgeht. Ach so. Zentralisten würden ja sagen, ah ja, gut. Also die Zentrumspartei, oder wie war das? Ja. Wobei, die sind ja auch irgendwie so erzkatholisch, oder wie ist das? Die gibt's doch irgendwie theoretisch immer noch und kriegen bei jeder Wahl dann irgendwie so 0,1%. Wegen der eine Person, die weltweit wählt. Ja. Weltweit. Aber trotzdem sind sich natürlich die Lehrer in der Schule nicht so schade, immer zu sagen, oh, die Zentrumspartei ist der Vorgänger der CDU. Wenn man sie dann im Geschichtsunterricht danach fragt. Weil die das im Zweifel wahrscheinlich selbst nicht wissen. Okay, das war's. So, das war Parteienkunde mit Brick. Du kannst zurückkommen. Noch Geschichte kein Schneegebiet mehr. Ja, Brick Motion History ist ja bekanntlich mein neues Format. Ja. Genau, das musst du machen, Brick. Und dann musst du alle von den LSQ-Leuten hier einladen, die müssen dann Geschichte machen. Geschichte machen vor allem. Ja, ja, dann müssen dann Fragen beantworten, so jetzt zurück in die Schule. Schön auch, dass wir jetzt das Schneegebiet weggemacht haben und das erste, was passiert, wenn ich in die Arena gehe, ist, dass wir in einem Schneesturm landen. Ja. Chill mal deine Eier. Das ist meine Eier? Ja. Der Bus gab so scheiße und eine fette Halloween-Feier und ich hab da schon eine Buswäsche gesehen. Um 8 Uhr die schon zurückgefahren. So, wir können, das Auge haben wir schon bekämpft. Ja. Jetzt können wir den Stein bekämpfen. Ja, das lief das letzte Mal ja so gut.
Ich brauch mal Stein. Alter Brick. Hm? Das ist bei uns so traurig bei der Party. Ich, bei euch ist es ja anders. Ihr habt ja andere in Hessen andere Regelungen für wie lange es offen bleiben darf. Ja. Bei uns darf die Disco nur bis 0 Uhr offen sein, dann muss sie aufhören. Da kommt die Polizei. Was? Alles klar. Sag mal, in welchem Jahrhundert ist denn Bayern eigentlich hängen geblieben da? Im richtigen. Ja, dann ist ja gut, dass Bayern jetzt die neue alte Regierung wieder hat, die alles anders machen wird. Die Volkspartei. Gibt es keinen Schnee, keinen Eisofen? Ihr seid wahrscheinlich wieder rot, oder? Was? Rot? Nein, wir sind hier, wir waren bisher eigentlich lange schwarz-grün. So. Und aktuell steht noch nicht fest, was wir jetzt kriegen, aber es läuft doch wahrscheinlich da wieder drauf hinaus, aber es gibt immer noch möglicherweise GroKo. Ich höre GroKo. Das ist noch nicht ganz final beschlossen, was jetzt kommt. Es kommt das, was der CDU mehr Macht gibt. GroKo? Ja, GroKo kommt. Was für GroKo? GroKo? Was ist das denn? Groß-Kurdistan oder? Ja. Das ist dann GroKo. Was ist andere GroKo? Ja, GroKo ist groß, Guatemala. Perfekt. On the spot. Super schön, wie ihr Hände kriegt. Jo, ich hab einen Pinky getötet. Oh mein Gott, das zeigt mich dann. Wie stelle ich eine Steinschüssel her? Nimm eine Steinschüssel rein. Schleimkrone? Schleimkrone. Ich habe auch irgendwie Stein irgendwas gehört. Ja. Die Karte, der Master auf Nuscheln. Ja. Der Nuschelmaster. Was? Der Nuschelmaster bist du. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich auch nicht. Nuschel alt. Ja, dann haben wir jetzt das tolle Thema GroKo ja angesprochen. Wir haben ja bis heute keinen Talk zu Mandalorian Staffel 3 gemacht. Also ich müsste mir irgendwann mal noch Loki anschauen, das ist das Einzige. Loki? Ja. Jetzt Loki Staffel 2. Achso. Das ist Staffel 2. Ist die Staffel 2 so gut, weil die erste irgendwie nicht so geil? Keine Ahnung. Ich hab jetzt die ersten drei Folgen von Loki, sag ich mal, habe ich gesehen, aber den Rest noch nicht. Von Staffel 2, oder? Ja, von Staffel 2. So, und wie war's? Sollte man sich anschauen? Naja, wenn du Staffel 1 mochtest, dann solltest du es wahrscheinlich anschauen. Wenn du sagst, Staffel 1 hat dir schon nicht gefallen. Was ich gut finde bei Disney Plus ist Homeland. Okay. Was ist Homeland? Ja, da geht's um die, ich will jetzt nicht spoilern und den Plot spoilern. Aber wie gesagt, hier geht's hier um, wie man raushören kann, Homeland Security. Geht's um dieses amerikanisches, die eine da, die ist Teil von irgendwelche Sicherheitsorganisationen, FBI, CIA, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Das ist gut. Die drin gerade so internationalen, wir suchen halt einen Terroristen zu verfolgen und die versuchen nach den Spuren zu finden. Mhm. Dann finden sie okay, das ist wieder eine Beschreibung, wenn sie mir nicht das aussagen. So einen einen, der aus der Gefangenschaft gekommen ist, von dem Terroristen, der aber irgendwie überlebt hat. Und jetzt wird nachgefragt, was ist mit dem falsch? Irgendwie alle sagen, cool, der ist zurück, aber irgendwie merkt man schon, dass irgendwas anders mit dem ist. Ach so. Bin ich gar nicht ganz cool. Okay, dann hätten wir es jetzt auch geklärt, worum es da geht. Oder falls ihr schlechte Serien sehen wollt. Ja, da haben wir so viel Interesse dran. Schlechte Serien. Die schaue ich am liebsten. Ja, manche Leute schauen sowas ja gerne an.
Ich meine, wenn es so richtig Trash ist, dann ist das ja eine Sache, aber wenn sie dann nur schlecht sind. Nein, Trash. Ach so. Ich hab's, das ist eigentlich lustig. Ich brauche noch mit jemandem irgendwas hier anzuschauen, weil alleine anzuschauen ist ein bisschen traurig. Und zwar How I Met Your Father. Ach so. Ja, da habe ich total Interesse dran. Das ist so eine scheiß Serie. Ich liebe sie. Weil sie schlecht ist. Ja, weil sie auch mal so schlecht ist, dass sie wieder irgendwo gut ist dann. Ja. Das ist aber nicht so eine Serie, dass sie so schlecht, dass ich cool schaue, sondern sie ist einfach nur so schlecht, dass man sie leicht entscheuen kann. Ach so. Ja, ich dachte jetzt, hier ist halt wirklich so auf dem Niveau, keine Ahnung, was so richtig schlecht. Nein, ich meine jetzt nicht so, ich meine jetzt nicht Bad Acting oder so, so, wo sie richtig schlecht geschauspielert haben. Das hätte ich ja schon erwartet. Nee, also die versuchen sich schon richtig Mühe zu geben, aber dieses Skript ist immer so cringe und peinlich. Mhm. Ja, einiger Scheiß vergeben. Oh, ich bin in 34 Sekunden hungrig. Ihr schon im West nichts Neues angeschaut? Ja, hatte ich doch, glaube ich, schon letztens gesagt in Factorio. Da war ich nicht dabei. Doch, da warst du dabei. Da war ich wahrscheinlich nicht dabei, weil das hätte ich mir jetzt gemerkt. Ja, dann stimmt das mit deinem Gedächtnis, glaube ich, nicht. Nein, lüg mich jetzt nicht an. Ich habe es gesagt, das weiß ich ziemlich genau. DK, du warst dabei. DK kann sich doch an nichts erinnern. Leute, ihr müsst euch mein Gedächtnis vorstellen, dass ich sortiere in Wissenswertes und Nicht-Wissenswertes. Und alles, was ich als unterbewusst schon als nicht-wissenswert interpretiere, werde ich mir nie merken. Ich kann es einfach nicht. Das ist gut. Das passiert auf unbewusster Ebene, es ist einfach weg dann. Das sind 99% aller Gespräche. Das ist gut. Also, ich hab keine Hoffnung, dass ich mich an irgendwas, was ihr als wichtig interpretiert, erinnern kann. Okay, ja, dann kann ich jetzt. Ich hab's jetzt auch angeschaut, deswegen. Zeig mal, was du gesagt hast. Dann kann. Was ist das überhaupt? Das ist ein Roman aus. Ja, ich glaube, der Film hat aber mit dem Roman tatsächlich kaum was zu tun, soweit ich das verstanden habe. Echt? Ja. Also das ist wahrscheinlich eher eine Neuauflage von dem Film, glaube ich. Den alten Film, das hat schon ein paar Parallelen. Ja, kann sein, dass das Parallelen, aber ich glaube halt wirklich nur sehr limitierte wohl. Ich kann es aber nicht beurteilen, weil ich den Roman nicht gelesen habe. Ja. So habe ich es nur gelesen. War das verboten. Ja, weil natürlich. Wenn du aufgewachsen bist, war das Roman verboten. Ja, ich bin bekanntlich so alt. Ja. Hä? Wieso gab's da was Sexualität? Darf ich das überhaupt sagen? Nein. Auch? Nein. Das war Antikriegspropaganda. Und das wollte ein bestimmter Mensch mit einem Schnurrbart nicht. Was? Ja, wer kannst du es dir vorstellen? Ja, wer wird wohl sein? Der kein Interesse daran hat, dass die Leute. Der wollte, dass die Leute in den Krieg ziehen. So ein Österreicher. Österreicher. Ich kenne nur so einen. Ich kenne nur so einen Mongolen, der wollte in den Krieg ziehen. Alter, was ein Milchkarton? Gibt einfach 20 Minuten Essen. Nur 20 Minuten. Ihr 20 Minuten, normale Essensitem geben so 8 Minuten. Kompliziert es mal. Und mal Crafting-Rezept ins ME-System. Wir reden von Terraria. Also es gibt auch das TE-System. Ja, Blöcke, Pixel ist genau das gleiche. TE-System, ernsthaft? Ja. Vanilla oder mit Mod? Natürlich Mod. Ich dachte gerade schon. In Minecraft Vanilla gibt es auch nicht das ME-System. Also ja, aber das muss nichts heißen. In Terraria gibt es so ziemlich alles Vanilla. Ja, ja, bestimmt. Ja. Es gibt, glaube ich, inzwischen 30.000 Items, 50.000 Items und sowas.
Ja, wow, der wird random generiert werden. Nein. 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 Unique Items. Ja. 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 Okay, es ist so ein Pixel, es ist so ein Pixelart. Hier mal voll ein Pixelart. Nee, die haben auch alle eine Funktion und alles, also. Ich glaub, ja, in Terraria hat jedes Item irgendeine Funktion. Nein, ein paar Angelfänge sind Müll. Okay, das gibt aber Minecraft auch. Die sind ganz bewusst Müll, die sollen auch keine Funktion haben. Was hat denn in Minecraft keinen Sinn beim Angeln, was du nicht wiederverwenden kannst? Clownfisch. Ja. Das ist eine schöne Darstellung, du kannst du in den Itemframe reintun. Ja, das kannst du aber mit allem machen. Ja. Dann noch drüber schreiben, Brick Motion. Aha. So einer bist du also. Ja, pass auf, du bist gleich gebannt. Guck mal, hier, der Bannhammer. Ja, ja. Hier gibt es doch wirklich um die Discord. Ja. Der Bannhammer. Da hast du einfach Tor. Hammer. Doch, Honigblöcke. You shall not pass. Hier, Cersei, deine Live-Reaktion, was sagst du dazu, dass wohl jetzt offenbar Tor 5 in Arbeit ist? Oh mein Gott. No way. Glück der war? Tor 5 gleich. Worum geht's da? Das weiß ich doch noch nicht. Der ist hier noch nicht gemacht. Ich glaube, Tor ist der einzige, den ich noch verfolge. Okay. Ja gut, wen gibt's auch sonst noch, den, der verfolgenswert wäre? Ja. Iron Man. Nein, der ist nicht mehr. Habe ich genug davon gesehen. Finde ich. Ja, du kannst jetzt nur noch so tolle Sachen wie irgendwie Iron Heart gucken, was dann... Wann soll das eigentlich rauskommen? Ist das nicht schon draußen? Ich glaube nicht. Du weißt, dieses animierte Dings da draußen, das... Animiertes Dings? Meinst du What If? Ich will das... Nee, da gab's noch eine Iron Heart Serie, glaube ich. Auf Disney Plus habe ich mal gesehen. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ich finde, dass die Cloaken Dagger Staffel in der Staffel raushauen. Ja, das wird wohl nicht passieren. Ja, ich weiß, das ist ein Wunschgedanke. Wo sind Honig? Ich suche Honig. So geil. Die Charaktere sind so geile Charaktere, aber nein. Will, kannst du mir helfen, mich in meinem Lager zurechtzufinden? Ich soll dir helfen, dich in deinem Lager zurechtzufinden? Ja. Das kann ich nicht. Ich kann mich da ja selbst nicht zurechtfinden. Rick, dann kannst du mir sagen, wie fandest du im Westen nichts Neues? Ja, war nett. Okay. Das war schon ein paar brutale Szenen. Fandest du es nett, was alles passiert ist? Nein, also von der Qualität, okay. Vom Film her jetzt nett. Rick ist hier anscheinend ein bisschen pro Krieg. Ja, natürlich. Also ich fand den schon krass. Was so passiert. Aha, du findest Krieg krass. Cersei ist also pro Krieg, habe ich gehört. Nö, krass, dass sowas passiert. Oh Mann, haben wir keinen Honig? Das kann nicht sein. Doch, ich hab doch Honig. Ist doch da oben in der Kiste drin. Das sieht ja von hier aus. Welcher Kiste? Die da. Ja, die. Ist gerade eben an der vorbeigelaufen. Ach, ja. Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich gerade mache. Doch, hab ich einen zweiten Bildschirm offen. Ja, vor allem auf dem zweiten Bildschirm, auf dem du dann irgendwie siehst, was DK macht. Ja, ich habe auch seine Facecam an bei mir. Aha. Weißt du, wie er aussieht? Weißt du, wie er aussieht? Typ. Ich weiß auch, wie ich aussehe. Ja, beschreibe ihn jetzt. Oh ja, beschreib mich mal, wie ich aussehe. Wie meinst du das? Weiß, männlich, muskulös, braune Haare. Map. Stimmt das soweit? Keine braunen Haare. Der erste war richtig. Ja, der Rest kommt man zum Glück auch nicht durch diverse Gespräche Haare, schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du blonde Haare hast, weil kein Typ hat blonde Haare. Ach so. Also, an meiner Stimme kann man vielleicht erkennen, dass ich keine blonde Haare habe, ja. Hä, ja. Was? Ich hab nie mehr blonde Haare, außer die Schweden. Wie erkennt man an der Stimme, ob jemand blonde Haare hat? An meiner Stimme kann man ungefähr erkennen, egal. Welche Haarfarbe habe ich? Blau. Genau. Ich hab's gedacht, du bist Rezo. Scheiße. Ja toll, warum häng ich mit dir ab? Ich hab gedacht, du bist Rezo.
Sein ganzes Leben war eine Lüge. Als nächstes sagst du mir, Brick, dass du nicht Julian Bam bist. Wie? Dachtest du das? Warte mal, was? Digga, was? Ja? Du klingst genauso wie Julian Bam 1:1 und du bist auch die Persönlichkeit genauso. Ich kling wie Julian Bam. Früher wurde mir gesagt, ich kling wie Techtastisch. Ja, okay, das kann ich verstehen. Jetzt kling ich plötzlich wie Julian Bam. Die Leute können sich auch nicht entscheiden. Jo, klingst echt wie Julian Bam. Wie wäre ich so alles klinge, ne? Leute, man ist wieder RDSQ oder irgendwas zocken mal. Ja, eigentlich müssen wir auch mal wieder RDSQ machen. Das Problem war, dass wir heute hier schon Terraria geplant hatten. Und es auch keiner sich gemeldet hat. Ansonsten können wir natürlich gleich noch, im Anschluss können wir ja noch RDSQ aufnehmen. Keine Ahnung, können wir hier eine kleine Geo-Runde machen oder so? Oder wir holen noch jemand dazu spontan, der noch auf Geo Lust hat. Ich müsste mich gleich schreiben irgendjemand auf Twitch an. Irgendjemand auf Twitch, ich schreibe jetzt gleich Gronkh an. Weil ich morgen arbeiten muss. Ja, frag mal Gronkh. Ach stimmt. Heißen. Ihr habt ja nicht alle Heiligen, was für ein Loser. Nein. Aha. Wir haben hier gar nichts an Feiertagen. Ja, wir haben dieses Loser. Jahr wirklich gar keinen Feiertag mehr. Doch Weihnachten. Ja, was für ein Tag fällt das? Auf 3 Tage fällt Weihnachten genau genommen. Ich glaube, Heiligabend, Sonntag und Montag, Dienstag, ja, Weihnachten. Genau. Also haben wir da ja 2 Tage frei. Nein, das fällt auf Weihnachten und ansonsten ist kein Arbeitstag mehr frei. Ist kein Arbeitstag mehr, der frei ist. Okay, für nächstes Mal haben wir jetzt hier eine schöne Arena. Okay, sonst haben wir auch noch, außer morgen haben wir sonst nur Weihnachten. Na also, da seid ihr auch nicht viel besser. Ja. Bloß wäre morgen noch. Ja, aber wir sind ja wir sind belastet. Wir sind, glaube ich, das Bundesland mit den wenigsten Feiertagen. Zusammen mit Berlin. Das Bundesland mit den einfachsten Prüfungen, also. Was? Das ist mir neu. Also weiß ich, ob es die einfachsten sind, aber schon eins wird relativ einfach. Ja, ich meine, das währenddessen in Bayern kann man eigentlich immer damit rechnen, wenn Abitur ist, nach dem Mathe-Abitur unmittelbar gibt es dann die ersten Petitionen, das Abi war zu schwer. Nö, davor schon. Achso, davor schon. Ja, da sind wir nur 2 Monate davor, waren schon Petitionen. Ihr Leute, das Abi ist nicht zu schwer, ihr seid zu schlecht. Ist halt so schwer. Die Leute wissen halt schon davor, wie scheiße schwer es ist. Ja, ich meine hier ganz kontroverse Aussage, das Abi muss auch schwer sein. Sonst ist es stimmt, ja nichts wert. Das sind ja die schlauen Leute, das ist ja dein Kanon. Kommen ja nur die Intelligenten durch, das war gar nicht. Ja. Achso, ihr wollt nicht, dass die Intelligenten durchkämen. Dann würde ja die ganze Schultrennung Sinn ergeben, wenn nur noch die Intelligenten durchkämen. Das wollen wir ja nicht. In Bayern. Ja, aber es ist ja irgendwie erschreckend, weil eigentlich jeder macht Abi, oder wie war das? Ja, immer mehr Leute. Und nochmal viele. Und währenddessen früher so Abi voll die Elite und sonst was, aber... Nein. Muss wirklich jetzt jeder in aufs Gimmi. Oder schafft Abi. Hm. Auf einen Weg oder anderen. Ja, aber ich meine so vor, keine Ahnung, 50 Jahren, da war Abi da noch voll so Elite-Zeug, das dann wirklich nur die ganz Schlauen gemacht haben. Und mit die ganz Schlauen meine ich die mit den reichen Eltern wahrscheinlich. Genau. Weil die Eltern sich einreden muss, dass ihre Kinder schlau sind. Mhm. Und dann Entschuldigung braucht, warum nur noch ihre Kinder gute Jobs. Währenddessen so die dummen Leute sind da alle, keine Ahnung, aufs hieß es damals schon Hauptschule oder hieß es noch anders, ich weiß es nicht. Haupt oder Gesamt?
Auf die Volksschule. Ja, Volksschule gab es doch irgendwie. Ich weiß nicht, früher hieß glaube ich Volksschule, dann wurde es irgendeine Hauptschule umbenannt und irgendwie Realschule gibt es ja auch noch dazwischen. Mike, wir müssen aufhören. Ja. Wir müssen aufhören, das ist aber schade. Dann müssen wir jetzt leider wohl. Die Baumschule. Die was? Die Baumschule? Da haben wir jetzt hier sehr wichtige Gesprächsthemen besprochen heute. Wir haben auch das 100. Skelett besiegt, wie ich gerade festgestellt habe. Viel Spaß.